Vers 62. Höre, o Vithi, ich bin der Same, ich bin das Grundprinzip dieser Welt, beseelter und unbeseelter Objekte. Ich bin Pradhana, die Substanz der Materie. Ich bin Prakriti, die materielle Ursache. Und ich bin Purusha, die bewirkende Ursache. Die feurige, zum Brahman gehörende Energie, die in dir wohnt, ist auch eine meiner Gaben. Trage diese feurige Energie in dir und ordne so diese Erscheinungswelt beseelter und unbeseelter Objekte. Erläuterung: Manche Denker sind der Meinung, das undifferenzierte Brahman sei die endgültige Realität und nur durch Selbsttäuschung, wie Vata, gebe es so etwas wie ein Unterschiede wahrnehmendes Bewusstsein. Andere meinen, das Begrenzungsprinzip Maya selbst sei die Erscheinungswelt, solange es sich begrenze und werde wieder das Brahman, wenn es sich seiner Grenzenlosigkeit bewusst werde. Eine weitere Auffassung ist, dass Brahman sei die Substanz und die Welt der Phänomene das Spiegelbild. Manche sagen auch, alles sei nur eine Illusion des Jiva. Einige Philosophen denken, Gott sei ein Wesen für sich, der Jiva sei ein weiteres Wesen für sich und die Erscheinungswelt existiere ebenfalls gesondert als eine ewig unabhängige Entität, obwohl sie ein einzigartiges Prinzip darstelle. Es gibt auch die Vorstellung, Gott sei das substanzielle Wesen und alle anderen Wesen als seine Chit- und Achit-Attribute seien im Prinzip mit ihm eins. Einige glauben, durch den Einfluss der unbegreiflichen Energie werde manchmal das monistische und manchmal das dualistische Prinzip als Wahrheit erkannt. Andere wiederum kommen zu der Schlussfolgerung, die Theorie eines monistischen Prinzips ohne jede Energie sei bedeutungslos. Folglich ist ihrer Auffassung nach, dass Brahman die eine, ewig unverfälschte, mit reiner Energie ausgestattete Entität. Diese Spekulationen haben ihren Ursprung in den Veden und stützen sich auf Aussagen des Vedanta Sutra. Obwohl solche Spekulationen nicht der vollen Wahrheit entsprechen, ist doch ein gewisses Maß an Wahrheit in ihnen zu finden. Abgesehen von den antivedischen spekulativen Philosophien Sankhya, Patanjala, Nyaya, Vaisheshika und sogar dem Purva Mimamsa, in Klammer, einer auf einem bestimmten Abschnitt der Veden basierenden Lehre, die ausschließlich fruchtbringende Werke empfiehlt, berufen sich alle oben genannten philosophischen Systeme auf den Vedanta als Grundlage. Folglich sagt der Herr zu Brahma: Lass dich von all diesen Spekulationen nicht beirren. Du solltest gemeinsam mit deiner autorisierten Gemeinde, dem Sri Brahma Sampradaya, das mit der Lehre des Achintya Bheda Abheda identische höchste Prinzip akzeptieren. Fußnote 35: Achintya Bheda Abheda, gleichzeitiges Eins und Verschiedensein. Das Konzept der Vaishnava Philosophie in der Nachfolge Sri Chaitanyas, nachdem wir ewig mit Gott eins sind, als seine spirituellen Teilchen, aber gleichzeitig von ihm verschieden sind, weil er unbegrenzt und allmächtig ist, wir aber winzig und von ihm abhängig. Deshalb können wir nie Gott werden, können uns aber mit ihm durch Bhakti, liebevollen Dienst, verbinden. Du solltest gemeinsam mit deiner autorisierten Gemeinde, dem Sri Brahma Sampradaya, das mit der Lehre des Achintya Bheda Abheda identische höchste Prinzip akzeptieren. So wirst du die Qualifizierung erlangen,
ein echter Geweihter zu werden. Das Grundprinzip lautet, dass die beseelte Welt aus Jivas und die unbeseelte Welt aus Materie besteht. Die Jivas sind von meiner höheren Para-Energie und die Welt der Phänomene von meiner untergeordneten Apara-Energie manifestiert worden. Ich bin die Ursache aller Ursachen. Mit anderen Worten, ich beherrsche sie alle durch die Macht meines Willens. Obgleich ich auch von den marginalen Tathastha und materiellen Ajit-Energien nicht wirklich verschieden bin. Durch die Umwandlung dieser unterschiedlichen Energien sind Pradhana, das substanzielle materielle Prinzip, Prakriti, die materielle Ursache, und Purusha, die wirksame Ursache, entstanden. Folglich bin ich, was die subjektive Natur aller Energie betrifft, Pradhana, Prakriti und Purusha. Doch als Besitzer aller Energien bin ich von all diesen Kräften ewig verschieden. Dieses gleichzeitige Verschieden und Nicht-Verschieden-Sein hat ebenfalls seinen Ursprung in meiner unbegreiflichen Macht. Möge daher die Entwicklung von Liebe zu Krishna durch die Übung in reiner Hingabe, die möglich wird, wenn man sich der wahren Beziehung zwischen Jiva, Jada, in Klammer Materie, und Krishna bewusst ist, und die auf dem Prinzip des unbegreiflichen, gleichzeitigen Verschieden- und Nichtverschiedenseins gegründet ist, meine Unterweisung sein, die in der Nachfolge spiritueller Meister und Schüler in deiner Gemeinde, dem Sri Brahma Sampradaya, weitergereicht wird.